Mal gucken, was jetzt auf uns zukommt. Der Fahrersitz, der kommt jetzt auf uns zu. Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Berkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earle, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with That's you, sir. That's an order, Phelps. Ooh. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only two serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why, you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Bukowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside now. I'm gonna start you out with one case. Do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousing vagrants and running license plates. Now get down to the P.E. Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle, signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. Na gut, dann wollen wir uns mal auf den Weg machen und dieses verdächtige Fahrzeug dann mal begutachten. Dazu werden wir. Who stole my cigarettes? They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. Aha, hat also keinen um Gefallen gebeten. So, wir gehen jetzt hier direkt mal raus und werden dann mal zu dem Auto fahren. Und hoffentlich fährt mal jemand anderes. Aha, da geht's raus. Huch, wie ist der denn da hingekommen? Ach, da ging es auch raus. Und steckt die wieder aus? Sure. Near the old gas works and signal depot in the warehouse. I'll direct. Okay, es gibt übrigens 95 Fahrzeuge. Das ist ganz schön gigantisch. All units of 459 just occurred at 6th and Saris. Any unit to handle, code so, to identify. Tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Bukowski? We have to work together. Don't be so touchy. Grew up in San Francisco. My father was in shipping. Went to college at Stanford. Did 2 years ROTC before Marine OCS at Camp Elliott. Shipped out in early 45 as a first lieutenant. Fought in the Okinawa campaign. I was wounded. Back home, did a year on the beat, now I'm here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. Oops. Oh, unbelievable! Ich lese da immer mal mit unten, weil mein Englisch ist ja bekanntermaßen jetzt nicht so gut, dass ich alles verstehe. Knife between your teeth, gun at the ready. Finished? The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part, Bukowski. What did you do? I kept the streets of LA safe for the people. Yeah.
Now I get it. Unfit for service. Oh, fuck you, Phelps. I earned a bravery citation during the Zuta riots. Sounds like you had it rough. I did my job. No one is saying you didn't. I did 6 years as a patrolman. That's the third time you've told. So, da sind wir. Ich brauche gar nichts erzählen während der Autofahrten, das ist ja auch ganz lustig. Mach die schon von alleine. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. Das lässt sich dann ja relativ gut aushalten, da muss ich nicht so viel erzählen. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stiff. Just give them your story and you'll be all right. Okay, dann gucken wir mal, was er uns denn so Schönes zu erzählen hat. Da bin ich ja sehr aufgeregt. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. Na gut, dann gehen wir da mal hin und quatsch mal mit denen. Ich weiß doch gar nicht so richtig, worum es geht, außer dass da eben ein Auto steht. Dach. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the coroner? There's blood all over the interior. Someone's copped the full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Okay, dann machen wir das mal als erstes. Nice day for it. Tag. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Ja, Grund seiner Anwesenheit. What you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckon I'd take a shortcut. Das glaube ich ihm. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Okay. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Ich glaube, das ist auch richtig. Have you ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regular, so it kind of stood out. Thank you for your patience, Mr. Wilkie. If you don't mind waiting a little longer, I'm sure we'll have more questions once we've had a look around. Okay, das haben wir ja ganz gut gemeistert, den Verhör. So, wir schauen uns hier mal kurz in den Büschen um. Da ist aber nix. Was ist das hier? Das sieht aus wie ein Kamerastativ. Kann man hier mal hochklettern? Nee. Okay, dann schauen wir uns erstmal das sehr vollgeschmierte Auto an. Oha, ja. Victim looks to have lost a lot of blood. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war nur ein bisschen. Okay, mehr kann ich da auch gerade nicht rausfinden, wie scheint. Okay, hier kann ich auch nicht weiter bei. Da sitzt der Gerichtsmediziner oder irgendwie sowas. Oder der Forensiker oder... Detective. Irgendwie so. What have we got? A lot of blood for a blunt force injury. Victim must be in a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. Mhm. Dann machen wir den doch mal auf. Was haben wir hier? Ein, warum? Das könnte... Könnte doch eine Tatwaffe sein, ist nur kein Blut dran, aber vielleicht hat das hier jemand sauber gemacht. Was haben wir hier noch? Ein Zettelchen? Okay.
Ein lebendes Schlachtschwein. F. Morgan picked up a live pig yesterday. Okay. Aber vielleicht. Ich denke jetzt gerade so, vielleicht ist das gar kein Menschenblut da drin, sondern Schweineblut. Man weiß es ja nicht so richtig. Okay, was haben wir denn hier noch? Adrian Black. Und die da kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Die sieht so aus wie die Frau aus dem Schuhladen. Happier times, I guess. Irgendwie. So, gucken wir mal. Hier ist sein Führerschein. Ah, okay. Adrian Black. Okay. Blaue Augen, braune Haare, verheiratet. Interessant. 32 years old, married. Sounds like an average guy. So sieht er auch aus. Also der sieht auch so aus, als ob das einfach ein Durchschnittstyp ist. So, okay, wir können jetzt also... kennen jetzt also seine Adresse, wollte ich eigentlich sagen. Und können somit... dann gleich mal zu ihm fahren. Da steht doch irgendwas drin. Aber er will irgendwie sich das nicht genauer angucken. Irgendwie scheint ihm die egal zu sein. Na? Aha, jetzt geht's auf einmal. Stenzel Glasses. Home repaired by the look of it. Mhm. Selbst repariert. Achso, weil da oben so ein bisschen Klebestreifen drum ist. Die ist ihm da wohl mal durchgebrochen. Also, aber es könnte auch durchaus die Brille sein, die er da gerade getragen hat. Und hier irgendwo muss es doch noch was geben, oder? Mal gucken, was hier so rumliegt. Ja, komm, jetzt schlaf nicht ein. Get back here, Phelps. We're not done yet. Keep searching. Ja, ich bin doch dabei. Was meinst du, warum ich da bin? Okay, hat er mir noch was zu sagen? Have a word with the witness. It's not often we get eyeballs in a case like this. Ja, aber mit ihm habe ich ja schon geredet. Ah, Inhalt des Geldbeutels. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets? Ich habe angezweifelt übrigens. Maybe I checked inside that wallet. Not that I was gonna steal anything. Maybe I took a look. But there weren't no money in there. Not even change. Okay. Oh, wir sind einen Rang aufgestiegen. Und wir können ja einfach mal so einen Punkt einsetzen. Jetzt sollte er mir angeblich alle Dinge anzeigen. Also kann ich jetzt mal ein bisschen lernen, was man so machen kann. Ach, dass da noch was liegt, habe ich gar nicht gesehen. Nee. Gut, dafür hätte ich mir den auch sparen können. Aha, das scheint also die Tatwaffe zu sein. Ein Stahlrohr. Ja, könnte sein. Da ist eine ganze Menge Blut dran. Und ich glaube, jetzt habe ich aber alles. Puh, da haben wir eine ganze Menge Arbeit, die wir machen können. Wir können mit seiner Frau reden, was wirklich auch nicht uninteressant wäre. I'm stumped. Ideas? Have a word with the witness. It's not often we get eyeballs in a case like this. Muss ich schon wieder mit dem reden? Ah, blutbeflecktes Rohr. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Das glaube ich ihm. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Ja, also ich glaube, der Mann ist schon ehrlich. Help, Mr. Wilkie. We'll contact your employer if we need anything more from you.
If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Ja, da fahren wir jetzt auch als erstes hin. Weil das finde ich am interessantesten. Aber okay, man muss immer wieder die... Was? Mit E fährt der Partner. I need to go over the case notes. So, where you want to go? So, eingetragene Adresse. Fahren wir da mal hin. Und jetzt fährt er. Das ist ja cool. Achso, dann springt man zu dem nächsten Ziel. Ich dachte, er fährt jetzt und ich kann mir irgendwie hier die Füße hochlegen oder irgendwie sowas. Das ist quasi das Schnellreisen, wenn man keinen Bock hat, Auto zu fahren oder wenn man es eben nicht kann, so wie ich. So, dann sind wir jetzt hier am Wohnsitz der Blacks und zwar um 11.16 Uhr. Schönes Haus. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. So. Dann klopfen wir doch mal. Da sitzt sie ja schon, wie ich gerade sehe. Hallo. Klopfen. Danke. Just a minute. Ja.